So, siehst du, und jetzt kommen die fein geschnittenen Champignons in die Butter. Also, du musst mir aber sagen, wie das alles angefangen hat. Wir sind ja schon hier ein kleines Stückchen weiter, sonst würden wir es nicht schaffen. Also, ich habe angefangen, pass auf, ich habe angefangen mit diesem herrlichen Reis, der nun fast der Vollendung entgegengeht, habe angefangen, den Reis in Öl anzurösten. Fast wie ein Risotto. Mit einer Zwiebel, die mit Nelken gespickt ist, wie du hier siehst. Schau mal. Oh, das ist ja die Zwiebel hohe Kunst. Mit Nelken gespickt. Dann habe ich ihn aufgegossen. Also man nimmt ja immer eine Tasse Reis, 2,5 Tassen Flüssigkeit. Ich habe aber eine Tasse Wein genommen und 1,5 Tassen Wasser und habe es jetzt 20 Minuten. Der quillt gerade. Ja, wunderbar. Und dann für, also was gibt es übrigens, wenn das fertig ist alles? Das gibt einen Reis, das gibt eine Geflügelleber in Champignons. Hier sind schon die Zwiebeln drauf. Geflügelleber? Was nimmst du für eine Leber? Putenleber natürlich, ja. Man kann auch andere Leber nehmen, aber die ist zu klein. Putenleber hat so wunderschöne Stücke. Ja. Und es ist ja etwas, was Herrliches. Das ist ein Gericht, was sich jeder Junggeselle schnell machen kann. Auf die Schnelle. Und auch, wenn er es am Sonntag macht, für seine Freundin imponieren kann. Denn es geht schnell und es ist nicht zu schwierig. Und es schmeckt wie Haute Cuisine. Also sehr raffiniert. Eigentlich sehr raffiniert. Also, jetzt hast du vorher Zwiebel geschnitten, erstmal vorweg, und hast die in der Butter ein bisschen glasig gedünstet. Ja, genau. Fertig. Angedünstet. Hier hast du auch Zwiebel? Habe ich, nein, überhaupt keine Zwiebel, sondern Butter? Nur Butter und die wunderbar geschnittenen Champignons, nachdem sie gewaschen sind. Ja, gut. Ich putze sie nur. Ich habe so eine Bürste, weil ich immer das Gefühl habe, durch das Waschen geht viel Geschmack verloren. Das ist eine gute Idee. Könnte ich meine Putze mal beauftragen, dass sie das machen. Kochst du eigentlich allein oder mit deiner Frau zusammen? Nein, ich koche mit meiner Frau zusammen, aber sie darf nur die niederen Arbeiten machen. Das ist aber ganz schöne Macho-Haltung hier. Also das, was du heute eventuell machen musst. Ja. Also nicht nur Damen müssen das machen, auch Herren. Es kommt darauf an, wer gerade dabei kocht. Ich koche, nein, du wirst furchtbar lachen. Ich koche zu Hause so viel, ich habe ja mal Bäcker gelernt, das weißt du. Ich koche zu Hause sogar so viel, dass ich, wenn ich wegfahre zum Drehen, vorkochen muss und sie frieren sich ein. Nein. Ja, und so für wen? Für Rebecca, meine Tochter, für Benjamin, meinen Sohn, und für Daniel, meinen Enkel. Für die koche ich vor und die fressen es dann. Die ganze Familie? Da bist immer. Du eine Art Sippenkoch. Nein, wir wohnen in einem Haus, weißt du? Die ganze Familie? Die ganze Familie. Und wir essen auf jeden Fall jeden Sonntag zusammen, aber wir essen auch manchmal noch unter Woche zusammen. Toll. Jetzt hast du das also mit ein bisschen Butter. Ja. Meinst du, das reicht, die Butter? Nein, ich glaube, sie reicht nicht. Könntest du mal an den Kühlschrank gehen? Wenn ich die da keine habe, dann habe ich welche im... Wenn du an den Kühlschrank gehst und mir noch ein Lipselchen Butter gibst, das wäre schön. Ich denke, das wäre nicht schlecht. Herrlich. Das wäre nicht schlecht. Hopp. Das reicht. Ich lasse es auf jeden Fall hier stehen. Gut. So, also, jetzt weiter. Was passiert jetzt? Das dünstet also jetzt so ein bisschen vor sich hin. Ja, jetzt mache ich das etwas größer. Ja. So, soll ich dir das? Es ist ja schon größer. Es ist immer schwierig, in fremden Küchen zu kochen. Ja. Sag mal, kochst du immer in diesem Outfit zu Hause? Nein, das ist ein Outfit, was ich habe, wenn ich tingeln gehe oder Mucken habe, wie wir als Schauspieler sagen. Das heißt, manchmal gehe ich, vorsichtig. Stein, ich muss manchmal gehe ich, das ist so schwer, das klein zu kriegen. Ja, das ist, wie gesagt, ne? Man kann es aber auch ein bisschen daneben stellen. Ja. Obwohl, ich glaube, naja. Willst du es vielleicht auf den kleinen, auf das kleine, ich mache das aus hier. Mach das. Und machst du das? Pass auf, das kannst du ja darüber stellen und ich mache dir dieses an. Und das machen wir klein. So. Ganz klein. So, ganz klein. Ganz klein. Kleiner geht es. Ja, dankeschön. So, jetzt will ich dir erzählen. Also diese Kochjacke habe ich, wenn ich manchmal Mucken oder Tingeleien habe, in denen ich mit einem Koch zusammen für gewisse Firmen, die das kaufen, Gerichte koche. Ach. Und das macht sehr viel Schaukochen. Spaß. Schaukochen. Schaukochen. Denn es gibt ja so viele Geschichten für die Gerichte, die man dazu erzählt. Es geht natürlich nicht bei dir nicht in erster Linie ums Kochen, das macht, aber obwohl auch. Nein, ich helfe mit. Ich helfe dem Koch. Du bist gelernter Bäcker. Wolltest du auch jemals Profi-Koch werden? Nein, das wollte ich noch, aber dann habe ich schon gefilmt. Also du brauchst doch, wenn du Bäcker bist, brauchst du doch nur noch 2 Jahre lernen um einen anderen Beruf. Ja. Also ich hatte mir eigentlich vorgenommen, Bäcker, der ich ja damals in Polen und Russland gewesen bin, wo man nicht so irrsinnig großartig gekocht hat. Aber als ich dann nach Hameln kam, und wo wir auch viel für die Engländer gebacken haben, da habe ich gesagt, jetzt könnte ich doch eventuell noch Koch lernen und dann auch noch Konditor lernen und dann aufs Schiff gehen. Das hatte ich mir vorgenommen. Aber dann habe ich gleich angefangen zu filmen. Und das war schöner und lukrativer. Weiß Gott. So, also die sortieren, wie man so schön auf Französisch sagt. Guck mal, jetzt ist das da. Jetzt nehme ich meine
Geflügelleber. Die hast du vorher ein bisschen geschnitten. Die habe ich vorher. Also alle Schritte sind uns jetzt klar. Dies ist eine Zwiebel, die in Butter mit ein bisschen Öl wahrscheinlich. Nein, mit Butter. Nur Butter. Ist die also ein bisschen glasig, nicht gebräunt, sondern glasig. Richtig. Und da kommt jetzt die Geflügelleber rein. Die ist ja, ist die teuer eigentlich, die Putenleber? Ich weiß es nicht, kaufte mal meine Frau. Die kriegt ein kleines Haushaltsgeld und davon muss sie viel Putenleber kaufen. Und du? Nein, und diese Kochjacke ist natürlich, diese Kochveranstaltungen machen natürlich einen Spaß. Heidenspaß, weil ja. Man glaubt ja gar nicht, wie viele Leute gerne kochen. Ich weiß. Deswegen mache ich das ja hier. Und wie meine Freunde tun das alle. Weißt du überhaupt, ich meine, wir wollen jetzt nicht, dass die Frau Schwarzer mit uns böse ist, aber die guten Kochs waren immer Männer. Ja, das hat aber damit zu tun, hat mir Ali Schwarzer gesagt, dass die gut bezahlten Jobs nur Männer gekriegt haben. Ach Quatsch, ja. Die hat auf alles eine Ausrede. Also kreativ kochen können Frauen auch. Ja, aber Männer schmecken sehr gut. Na, aber inzwischen gibt es ja einige Star-Köchinnen. Ich bin befreundet mit einer in Luxemburg, Lea Linzer, die hat einen Stern. Die hat den Bocuse d'Or sogar gewonnen. Also das ist ein bisschen, danke, ich glaube, das dir, hat etwas zu tun hilfst. Mit der, ja, das darf um ich. Gottes Willen weißt du nicht salzen. Immer erst, wenn es fertig ist. Leber. Egal welches Rezept. Um Gottes Willen nicht. Das weiß ich. Ich mache auch Kalbsleber manchmal. Wenn wir das nur so ein bisschen rühren hier. Das ist seltsam mit den Herden. Jetzt muss man es ein ganz klein wenig. Muss man wieder kleiner machen. Kleiner ja, stellen. Ja. So, wie lang braucht die? Ein paar Minuten. Leber geht ja unheimlich schnell. Ja, ich nehme sie vorher raus. Ich lasse sie nicht ganz durch werden, ja. Weil ich nehme sie vorher raus und schneide sie nachher in Scheiben in die Soße. Weil ich mache ja noch eine Soße dazu. Du sagst, so viele Leute kochen gerne. Hast du eigentlich das Gefühl, dass diese Leidenschaft zum Kochen etwas Kreatives ist und auch etwas mit dem Charakter zu sinnlich. Tun hat? Es ist absolut sinnlich. Du wirst keinen Menschen finden, der gerne kocht und gerne isst, der keinen Charme hat zum der nicht eloquent ist, der nicht halbwegs intelligent ist. Meine Ausnahmen bestätigen die Regel. Aber es gehört dazu natürlich eine große Sinnlichkeit. Heißt das auch, dass das eigentlich eher gute Menschen sind? Das würdest will ich du nicht sagen, sagen, dass böse Menschen nicht kochen? Das will ich nicht sagen. Wenn du dir überlegst, dass fast kein böser Mensch auf der Welt, ich meine, Stalin hat gefüllt, er war kein Gourmet, sondern ein Gourmand. Ja. Aber Hitler zum Beispiel hat scheußlich gegessen. Und sicher nicht scheußlich. Gekocht. Und sicher nein, nicht gekocht. Weiß Gott nicht. Und wenn er gekocht hätte, hätte er furchtbar gekocht. Wenn der Sahne benutzt hätte, hätte sie nur angeguckt, da wäre die geronnen. Krass. Vor lauter Bursche. Wollen wir einen Wein trinken? Ja. Magst du einen Schluck? Ja, wo bist du hier? Wohlsein aufs Kochen. Was trinken wir? Du hast es ausgesucht. Wir trinken einen wunderbaren Riesling. Ich weiß nicht, ob man sagen kann, er ist hervorragend. Ich meine, die Firma sagen. Ja, was heißt Firma? Das sind ja Güter. Und ein Gut oder ein Chateau gehört ja zur Qualität und der ist vom Rheingau. Ja. Riesling vom Rheingau. Ne? Sehr gut. Wunderbar. Schön. Übrigens, trinken gehört dazu. Zum Kochen? Ich könnte nicht kochen, ohne zu trinken. Nein. Ich trinke viel Wasser. Na, das ist ja furchtbar. Aber ich werde durstig beim Kochen und wenn ich Wein gegen Durst trinke, das ist sehr gefährlich. Nein, ehrlich? Nein, das ist doch so furchtbar. Du trinkst den Wein auch gegen den Durst? Ja. Gut. Pass auf, ich erzähle dir jetzt doch Folgendes, was mich zum Kochen gebracht hat. Ja. Meine Mutter hat in der feinen Küche in Danzig gelernt. Aha. Das war eine Stadtküche und ein Spezialitätenrestaurant. Ja. Dort hat sie gelernt. Dann hat sie später einen Milch-Eier-Butter-Käseladen aufgemacht. Ah. Und den hat sie nach Zoppot von Danzig verlegt. Ja. Und hat in der Waldoper, das war ein Richard-Wagner-Festspiel, was es damals gab, in der Freistaatzeit von Danzig, da hat sie einen Stand unterhalten mit belegten Brötchen. Nee. Und du hast die habe ich mitgemacht. Die habe ich mitgemacht, bevor sie abends dorthin geht. Aber die herrlichste Geschichte daran, die ist, ich habe also immer alle Wagner-Opern, weil ich dabei war, nur bis zur Pause erlebt. Habt ihr eingepackt und dann weggegangen. Ich habe als erwachsener Mensch erst erlebt, wie Götter der Mongolen, Grien und Walküre ausgehen. Ich habe es nie gewusst. Ja. Erst später. Also du bist ein belegte Brote-Geschädigter, Operngeschädigter. Und hast du mitgemacht? Und hast du ich habe mitgeholfen und vor allen Dingen, es wurde ja natürlich, wenn das Geschäft nicht so gut ging, musste man das ja übers Wochenende dann vertilgen. Ja, und? War manchmal da war, muss ich ganz ehrlich sagen, der Grundstein zum Fresser schon gelegt. Ja. Aber du bist... Oh! Meins ist fertig, jawohl. Darf ich mir... Ich habe Zeit hier. Ja. Ich zeig dir gleich, sobald du eine kleine Pause hast, zeige ich dir, was ich gemacht habe.
stellst mir hier hin, wenn du willst, und zeigst mir, weil ich brate nur und habe furchtbar viel freie Zeit. Das ist ein etwas ganz, ganz, ganz Einfaches, eigentlich fast gegen meine Kochphilosophie. Das ist ein Zwiebelschnitzel, das ich mit fertiger Zwiebelsuppe gemacht habe. Das ist aber ganz fix gegangen. Nun sind wir heute auch bei den fixen Gerichten. Du machst ja auch was sehr Fixes. Natürlich. Ich zeig dir gleich, wie ich es gemacht habe. Ich habe es nur vorher schon ins Rohr getan, weil das 25 Minuten braucht. Wir probieren es auch gleich. Aber ich sag dir, wie ich es gemacht habe. Es ist wirklich idioteneinfach. Aber das Ergebnis ist erstaunlich gut. Soll ich es ausmachen? Aus, bitte. Danke. So. Und es ist eigentlich, die Mutter eines Freundes von mir, die hat bei uns gewohnt und hat das gekocht. Und ich muss sagen, ich wusste nicht, wie sie es gekocht hat. Und ich fand es ganz wunderbar. Ist das was und aus deiner böhmischen Heimat? Nein, gar nichts. Überhaupt nicht. Sie ist Amerikanerin und hat es aus einem Buch, das heißt The I Hate to Cook Buch. Das Ich Hasse zu Kochen Buch. Das ist für Hausfrauen, die nicht gerne kochen und schnell was machen wollen. Und ich muss sagen, das Ergebnis ist erstaunlich, allerdings ist es für mich sehr unsinnlich. Ich mag ja gerne die Soße. Nein, weil du gar nichts zubereitest. Ich mag ja auch was. Wir haben ja vorhin gar nicht gesehen, wie ich Zwiebeln geschnitten habe. Ja, das gehört alles. Ich sah aus wie auf einer Beerdigung, sag ich. Hast du gehört? Ja. Aber irgendwo gehören diese Dinge ja dazu. Natürlich. Dauert das noch ein bisschen? Es dauert noch ein bisschen. Dann zeige ich dir, wie ich das gemacht habe. Zeig's mir. Ist eigentlich nämlich wirklich so unglaublich schnell und so einfach. Es ist fast peinlich. Das Ergebnis ist gut, aber der Weg ist ein bisschen, ich sagte schon, unsinnlich. Du hast ja gesagt, Kochen ist etwas Sinnliches. Ja. Guck mal, ich habe Kalbschnitzel. Guck dir den herrlichen Rossini an. Ja. Dreimal in seinem Leben hat er geweint. Tornado. Einmal, als die Mutter gestorben ist, einmal, als er die Neunte von Beethoven gehört hat und einmal, als auf dem Comer See bei einem Essen ein Kellner ausrutschte und zwei Kapaunen ins Wasser fielen. Hat er selber gesagt. Wirklich? Ja. Was immer für Geschichten. Ist das nicht herrlich? Das sind so köstliche Geschichten. Jetzt schneidest du nur das Fett ab? Ja, ich mag das nicht. Und ich kaufe die beim Bio-Metzger, der weiß, von welchem... Bei deinem Vater? Nee, ein Bio-Metzger, der hat nichts mit Bio von mir zu tun. Also da kriegst du auf jeden Fall noch vernünftiges Rindfleisch, was ja für uns jetzt... Das ist Kalbfleisch. Bei Rind. Rind kaufe ich im Augenblick gar nicht, aber das kann sich wieder ändern. Aber Kalb... ist auch problematisch. Die meisten sind ja mit diesen Hormonen und behandelt. Diesen, furchtbar. Und da musst du wissen. Und woher weiß er, dass er das? Er kauft das von Landwirten und lässt es schlachten. Ach, ja. Also er ist mit den Landwirten sehr gut. Ja, er weiß genau, welche Landwirte das so füttern, dass sie eben keine solchen Sachen reintun. Guck mal, jetzt kommt da schnöderweise ganz simpel. Nichts anderes als Instant dran. Eine Zwiebelsuppe. Instant Zwiebelsuppe. Das mache ich nachher komischerweise mit meiner. Und zwar ist das bei 8 Schnitzel ein ganzes Paket, bei 4 Schnitzeln ist es ein halbes. Und dann kommt Sahne gemischt mit Schmand. Halbe. Kühlschrank. Habe ich alles im Kühlschrank. Ganz simpel. Also ich muss sagen, ich geniere mich fast, das zu machen. Überhaupt nicht. Das geht schnell. Und wir wollten doch heute Sachen machen für Leute, die schnell etwas zaubern wollen. Ja, vor allem das Ungeheuerliche dran ist, es schmeckt gut. Das will ich erst mal kosten nachher. Ich wirst du mal gleich probieren. Wichtig ist kein Salz, weil diese Fertigsuppen schon gesalzen sind. Ne? Ja, wenn man jetzt noch salzen würde... Das wäre doppelt gemoppelt. Ich mach das mal mit... einer Gabel. Ich nehme zum Beispiel jetzt die Geflügelleber raus. Ja. Sie ist noch nicht ganz durch, aber da kann ich jetzt gleich die Zwiebeln ablöschen. Weil sie ja nachher in der Soße wahrscheinlich noch ein bisschen zieht. Die Soße muss ja 10 Minuten noch ziehen. So, guck mal. Ja? Nix, einfach. Machst du einfach so drüber. Ja. Da sind ja Zwiebeln schon drin, ja. Ja, ist alles fertig. Fabelhaft. So, und das tue ich jetzt hier rein. Bei 180 Grad. Genau wie lange? 25 Minuten. Ich habe irgendwo eine Uhr. Hier ist ein Timer. Hier. Ja. 25 Minuten. Und vor der Sendung hatte ich eben dies schon reingetan. Und das können wir gleich probieren. Aber du machst jetzt erstmal deine Soße. Und während ich lösche jetzt erst einmal mit Wein, aber nicht ohne vorher noch einen richtigen Schluck zu nehmen. Entschuldigung. Lösche ich mit ein bisschen Wein meine Soße ab und nehme einen Soßentopf zur Hand. Ja. Hopp, da ist er schon. Ah, da ist der Haken gleich mit dran. Ja. Nehme einen Soßentopf zur Hand, lass das jetzt aufkochen und tu das in den Soßentopf. Ah ja.
Soll ich den anmachen? Nee, der kommt wahrscheinlich gleich dahin. Kommt da hinten rauf. Ich will es nur einmal kurz aufkochen lassen. Siehst du? So. Soll ich dir ein bisschen größer machen? Nein, Gott behüte. Nein, Gott behüte. Dann sagen die Leute nachher, wir schwänzen einen anderen Beruf als Köche. Ja. Das dürfen wir uns nicht leisten. Nein. Wir wollen das ja richtig gut machen. So, das ist, so, das ist fertig. Falls es jemand nachmachen will, damit er weiß. Das hauen wir drauf. Ja. So. Jetzt. Jetzt ist ja das Geheimnis die Soße. Die Soße. Das ist genau wie bei deiner Soße eine Instant-Soße. Auch eine fertige. Auch eine fertige. Aber keine, wir wollen den Namen nicht nennen. Nein. Das ist eine Schweizer Firma, die man in Deutschland anders ausspricht als in der Schweiz. Aha. Und Rätsel über Rätsel. Ja, da kann man sagen, so, bitte schreiben Sie an uns. Ja. Und das, wie heißt die Soße? Die Soße heißt Jägersoße. Die gibt es übrigens nicht nur von der Firma, sondern von vielen Firmen. Ja, auch. Ja, klar. Du hast die, mit Pilzen und so. Ja, die Pilze haben. Angenehm. Ja, du sagst wahrscheinlich deinen Gästen, wie kompliziert es war, diese Soße zu komponieren. Nein, überhaupt nicht. Das ist du die einzige, zu, einzige, dass, sie, nein. dass du sie fertig sollte, ich gebe zu, dass ich sie fertig habe. Warum? Wenn ich jetzt die Champignons noch dazu tue, dann habe ich natürlich mit den Zwiebeln und den Champignons, wenn mir die einbrenne, wie man so schön sagt, misslingt, kann ich nicht mit einem Quirl hingehen und das, dann sind Klümpchen drin. Ja. Folglich ist es besser, man nimmt von Hause aus. Ja, aber vor allem, du verfeinerst das ja. Und das ist ja eigentlich die Ich mache nachher noch ein bisschen Sahne ran. Na, überhaupt, du machst nicht einfach nur diese Soße und gibst sie so, wie sie ist, über was drüber, sondern durch die Zwiebeln und durch die Champignons und alles das machst du Ach so, ja du meinst, wir machen die Soße nicht, wie man sie von Hause aus Du kannst sie ja sonst einfach nur angießen, warm machen und drüber gießen. Das geht ja auch, aber das ist eben du. Jetzt nehmen wir wieder dieses Ding und machen es etwas größer. Ja. Ist es. Ja. So. Du kannst ruhig weitermachen. Ja, ich bin im Augenblick jetzt was. Tue ich die Champignons mit rein. Was hast du? Ja, die Champignons. Und während das nachher einköchelt. Brauchst du nicht noch ein bisschen mehr Flüssigkeit? Nö. Während das, ich glaube ich nicht. Ist während alles das nachher einköchelt, ja. nehme ich. Während das nachher einköchelt, Moment mal. Schneide ich die Geflügelleber. Ah ja, und die kommt dann da rein? Die wird dann ganz zum Schluss. Weil, weißt du, bei Geflügelleber ist es Pute oder Huhn oder Ente, ist etwas Furchtbares. Eine Sekunde zu viel ist hart. Zu hart. Also deswegen eine Sekunde zu früh. Zwei Sachen bei jeder Leber. Erstens, nie vorher salzen. Richtig. Nie, erst am Schluss oder durch die Soße. Und zweitens, kurz. Ja. Auch ich mache zum Beispiel sehr schön Zwiebelringe, dünstig, und dann einfach Kalbsleber rein. Und dann nur Creme Fraiche drauf. Aber Kalbsleber aber hoffentlich von deinem. Du weißt, dass die Leber natürlich ein Cadmium-Depot ist. Ich weiß, das mache ich auch nicht oft. Also, wir haben ja nicht mehr das Futter, was wir früher für die Viecher hatten. Und du machst sicher auch nicht jede Woche zweimal Leber. Nein, Gott behüte. Das wäre ja zu viel. In England kannst du das machen, weil die haben eine Leberpartei. Du bist ja wirklich. Was machst du jetzt? Erzählst du jetzt mache ich einen Nachtisch. Bist ja viel interessanter als ich. Das heißt, weißt du was, vielleicht sollten wir dies. Sollen wir das mal probieren? Ja, ich kann mich neben dich stellen, weil ich hier meine Geflügelleber schneide. Wir probieren mal, wie das geworden ist. Also mal gucken. So. Schneidest du mir ein Stückel klein? Ja. Weil ich hier gerade schmutzig. Ja, genau. Nicht, weil ich ein Gebiss habe, sondern weil ich hier gerade keine Hand frei habe. Richtig. Sie ist ein klein wenig frei. So. Jetzt gucken wir mal. Hast du ein Stück probiert? Entschuldige. Ich habe Küchen. Hey, gut, Manni. Hier. Haben wir hier. Mmh. Alles Gib da. Mir bitte noch eins. Ja? Na bitte. Herrlich. Und auch das Fleisch ist durch? Du hast, ja. Gut. Mm. Muss das auch probieren. Ist doch erstaunlich. Hervorragend. Nein. Man glaubt es nicht. So einfach gemacht. Also da kann jeder auch nicht kochende Student seiner Tusnell da übers Wochenende ein Essen machen, dass der Draht aus dem Hut fällt. Und die wird sagen, wo hast du kochen gelernt? Ja, dann sagt er bei Bioleck und Völz. So. Ich
Ich mache jetzt einen Nachtisch. Für dich. Kirschwasser. Für uns. Sind wir schon bei Kirschwasser? Mit Kirschwasser. Ja. Was macht deine Soße? Guck hier, jetzt habe ich gerade die Geflügelleber reingetan. Wie lang darf die jetzt noch ziehen? Die muss in der Soße, ich muss hier übrigens meinen Timer haben, ja. Muss in der Soße, also eigentlich 10 Minuten, etwas früher habe ich schon angefangen, sagen wir mal 7 Minuten noch ziehen. Du musst aber den aufziehen, sonst klingelt er nachher nicht. Das ist ja wie eine Märklin-Eisenbahn. Ja. Meinen drehst du nur um zu Hause und... Ja, ich habe einen altmodischen. Gut. So. So, jetzt, das kann ruhen, du kannst weiter erzählen. Ja. Also, pass auf. Interessierst du dich für meinen Nachtisch? Ich interessiere mich eigentlich nur für dich. Du sollst dich für meinen kenne ich ja. Du sollst dich für meinen Nachtisch interessieren. Also, Schattenmorellen, Sauerkirschen, ja, aus dem Glas, gieße ich hier so ab, damit das nicht zu nass ist. Und ich habe Folgendes. Kann ich das rübernehmen? Ja, tu das hier. Ich habe hier eine Küchenmaschine. Ich habe Folgendes gemacht. Du kennst doch Lebkuchen. Ja. Und wenn man den nach Weihnachten nicht allen gegessen hat, wird er hart. Wird er hart. Das macht aber nichts. Ich habe jetzt welchen kalt. Wenn man den sehr kühl aufbewahrt, obwohl natürlich Weihnachten vor der Tür steht und du könntest den natürlich schon aufbewahren wieder für Weihnachten. Du meinst für nächstes Jahr Weihnachten. Ja. Aber dann ist er sehr alt, hör mal du, mit Weihnachten vor der Tür. Nein, ich nehme vor allem die nicht glasierten. Die anderen esse ich so. Sieht eigentlich aus wie Buletten. Ja. Die nicht glasierten nehme ich und da schneide ich diese Oblate ab. Und das... Ich habe einen ganzen Schlager davon. Oblata. Naja, gut. Hör mal. Guck mal. Und das tue ich hier in so eine Küchenmaschine. Jetzt bröselst du die. Und jetzt brösel ich die einfach. Da erwacht der Böhme in dir. Du genau. Weißt, dass die Böhmen so wahnsinnig gerne alles raspeln. Ist das wahr? Ja. Das wusste ich gar nicht. Küche wird auch viel mit Semmelbrösel gekocht. Ja, das stimmt. Ich sage dir auch, wie ich auf dieses Gericht gekommen bin. Das Urgericht steht in dem Buch, es muss nicht immer Kaviar sein. Von Simmel. Von Simmel. Und das Urgericht heißt, man soll, wie heißt das schwarze Brot? Pumpernickel nehmen, soll ja. Das klein machen und eine Lage in die Schüssel. Dann soll man die Kirschen drauf tun mit Kirschwasser und dann Sahne. Und ich hatte erstens kein Pumpernickel im Haus und zweitens von meiner Mutter selbst gebackenen Lebkuchen, der schon ein bisschen alt und hart war. Und den habe ich zermatschkert. Noch hatte ich noch keine so tolle Maschine, war ich noch Student. Und jetzt backt leider meine Mutter keinen Lebkuchen mehr für mich, weil sie nicht mehr lebt. Ja. Jetzt kaufe ich welchen, aber es geht auch. Lebkuchen. Nuss, kriegst gleich die gelbe Karte. So, kannst du mir aus dem Kühlschrank die Schlagsahne holen? Ja. So, also. Diese gemahlenen Lebkuchen. Und das ist natürlich viel besser als mit dem Pumpen. So. Nein, ich habe schon geschlagen. Ah, du hast schon geschlagen. Damit das schneller geht. So. Hier ist deine geschlagene Sahne. Danke. So, jetzt die Kirschen, die Sauerkirschen. Und da tue ich immer noch so einen Löffel von dem Kirschen, ja, mit Recht. Saft, damit es ein bisschen Saft bindet. Bisschen saftig wird. Und natürlich großzügig Kirschwasser. Zeig mal. Ein gutes. Ach, das war nicht so gedacht. Sehr gut, ja. Aber du wolltest testen, ob er ordentlich ist. So, und dann die Sahne, die ist schon leicht gesüßt. Im Grunde ist das ja so eine Art Schwarzwälder Kirsch. So. So. Noch eine Schicht. Was macht dein... Nehme ich einen Augenblick vom Feuer. Ja. Also es ist seltsam mit diesen... Wir haben ja Gott sei Dank ein Gasherd. Ich hasse elektrische Herde. Ja, ja. Weil man nichts regulieren kann. Ganz genau. Und hoffentlich kommt uns jetzt die Elektroindustrie nicht. Och, ich mache ja alles andere mit Elektrizität. Ja. Nur das Kochen, das mache ich mit... Rasieren zum Beispiel. Zum Beispiel. Man könnte sich mit Gas nicht rasieren. Schwer. So. Wir haben eine Wespe, sieh dich vor. Oh, wir werden sie Olga nennen. Vorsicht. Und ich werde wetten, wen sie zuerst sticht. Ja, wenn du so weiter blödelst, wird sie dich stechen. Weil sie einfach irgendwann einen zu viel hat von den Karlauereien. Ja. So. Wieder ein bisschen davon. Meinst du? Ja. Bist du sicher? Ja. Ja, du hast recht. Wieder ein bisschen davon.
So, das kann man jetzt ewig weitermachen. Ja. Ich höre jetzt dann auf. So. Ist ein bisschen schön. Und vorsichtig, kein Schüsselbeinbruch. Nein. Und am Schluss noch mal zur Dekoration. Zimt drauf? Nein, so ein bisschen. Zimt, man braucht kein Zimt und gar nicht, weil in dem Lebkuchen sind ja 182.000 Gewürze drin. Und die teilen sich diesem Tisch Nachtisch mit. Das sieht aber also schön aus. Ich würde jetzt normalerweise noch mal weitermachen, ja, 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 bis die Schüssel von Turmbau zum Babel. Ich finde es also von der Seite auch sehr schön. Ne? Turmbau zum Babel. Guck mal, jetzt passe ich auf, pass mal auf. Jetzt tue ich zum Beispiel zum Schluss noch meine Zwiebel mit der Nelke noch in die Soße rein. Ja, und ich bereite Teller vor, denn ich möchte jetzt probieren. Was meinst du? Warte einen Moment. Schaffen wir das? Ja, ich fange jetzt an zu würzen. Jetzt zeige ich es dir. Ich nehme rein. Eine Prise Estragon. Ja. Darf ich rühren? Ja, du musst rühren. Du bist ja sowieso rührend von Hause aus. Mm. Eine Prise Majoran, da können wir ein bisschen mehr nehmen. Ja. So. Einen Augenblick lasse ich einen Stängel Salbei mit drin, aber den müssen wir dann rausnehmen. Mm. Und das Ganze, wenn du willst, füllen wir mit etwas Sahne auf. Aber ich glaube, es kann noch eine Sekunde, nicht? Ja. Nee, ist gut. Ich glaube, warte mal, dann zieh ein bisschen Sahne drunter. Ja. So. Naja, das ist natürlich eine sehr verfeinerte Fertigsuppe und Soße, mein lieber Mann. Pass auf. Jetzt würde ich sagen, koste doch mal, ob wir ein bisschen Gewürz noch reinnehmen. Soll ich dir auf einen Teller geben, ein Stückchen? Ja. Ein bisschen hier, mein Schatz. Jetzt pass auf. Haben wir noch was? Fehlt noch was? Du, die ist weich, die Liebe. Ja, ja, die ist weich. Nichts. Ein Hauch Salz. Also dann nicht Salz, ich würde sagen, wir wollen den... Oder so irgendwas. Aber wirklich nur ein Hauch. Aber nur ein Hauch. Okay, ja. Dann kann es runter vom Feuer. Ja. Na? Ein bisschen Würzsalz, oder wie das heißt. Richtig. Glutamat. Sehr so, einmal gut. Noch durch. Ja. Und gleich... Lass ich den Stängel Salbei noch eine Sekunde mit durchziehen. Dann schmeiße ich den raus. So, und jetzt darf ich mir hier ein bisschen... Du musst dir ein bisschen von dem Reis reinnehmen. Ohne Reis kein Preis, das ohne kennst du, Reis, ja? Ohne Reis kein Preis. Heute sind wir wirklich aber die Blödelmeister. Ja. So, das habe ich jetzt runter. Oh, ist das schön, das gefällt mir selber. Oh, da ist die Wespe. Vorsicht! Ah. Dann kannst du rüberschicken als Ospe. Hör wirklich auf, du kriegst die rote Karte. Du musst aber dein eigenes jetzt auch probieren, tut mir leid. Du musst natürlich, weißt du, kochen ist etwas Schönes, wenn man auch albert. Ja. Du kannst dich, also, es gab ja, glaube ich, keinen Gott, hier. Der... Hier, mein Lieber. Ich muss nur noch schnell einen zur Brust nehmen, danke schön. So, jetzt wollen wir sehen. Geflügelleber. Leber à la Völz. À la Völz. Sehr schön. Yeah.